Es wird mal wieder Zeit für so ein Video, für so ein Belaya-Video. Ich war so lange nicht mehr hier und ich muss endlich mal wieder gucken, was denn hier so geht am Belaya, mit welchem Set man hier richtig gut was rauszieht. Ich habe mir ein bisschen was gegönnt und dann wollen wir das doch auch mal testen. Also ihr Lümmels, legen wir los. Wer noch nicht am Belaya war, also ab Level 12, ist es das erste wichtige Spinning-Gewässer, wo man mit dem richtigen Set richtig gut Cash machen kann, richtig schön kampfstarke Fische auch drin hat. Man kann geil in den Drill reingehen und da ist Belaya einfach ja, das Gewässer Nummer uno. Das, ja, beste Spinning-Gewässer für den Anfang. Allerdings hat es ja auch so ein paar Schwierigkeiten hier mit dem Belaya. Zum einen muss man weit genug rauskommen. Das heißt, wenn wir uns hier auf der Map erstmal die Karte so im Großen und Ganzen anschauen. Diese Seite hier ist Spinning. Diese Seite hier ist eher Plumpsangeln. Da können die Grundangler sich auslassen und vielleicht mal hier auf Rotaugen oder weiß der Geier was hier angeln, aber als Spinning Main oder wenn man halt Bock hat auf Spinning, dann hat man hier diese Seite im Fokus, die Seite hier mit der Felswand, hier ist die Action. So, und da wollen wir natürlich hin. Heißt aber auch, wir müssen, wie gesagt, von der Wurfweite ordentlich weit rauskommen, im Idealfall so in diesem Bereich hier. Ja, um da hinzukommen, bedarf es halt so ein paar Einstellungen, beziehungsweise auch bedarf es richtiger Sets. Man hat immer hier so ganz schöne Anhaltspunkte, wenn wir mal hier ganz in Richtung Süden laufen, hat man, oder auch in Richtung Norden, jeweils gibt es hier so einen schönen dicken, fetten Brocken im Wasser, so einen dicken Felsen. Häufig stehe ich hier auch so zwischen. Oder eben hier an dieser Stelle, wenn ihr hier steht, vorne immer ein bisschen aufpassen, dass ihr da den Köder nicht so ins Gras reinzieht, da verhakt es sich schon mal. Aber so als Ziel sollte man sich ungefähr diesen Stein wählen, dass man ungefähr auf der Höhe des Steins ist oder vielleicht noch so dran vorbeizieht sogar. Ob das jetzt links ist oder rechts ist, diese Entfernung sollte man schon schaffen. Wenn ihr nicht so weit kommt, habt ihr von den Einstellungen her irgendwas nicht richtig gemacht und sofort geht die Wahrscheinlichkeit, ich würde fast sagen um 60% runter, hier vernünftig was zu fangen. Die Einstellungen sind wie folgt, ihr müsst halt im Spinning-Bereich, wenn ihr hier anfangt mit dem Spinning und Handhabung der Spin-Routen, zum einen die Stationärrolle geskillt haben. Das geht ja auch, das ist ja Allround, das heißt, diese 5 investierten Punkte gelten ja quasi für alle Stationärrollen. Ob das jetzt beim Posenangeln ist oder eben beim Grundangeln, diese 5 Punkte sind halt nur einmal investiert. Heißt also, das kann man getrost skillen, egal was man machen will. Und dann eben Handhabung der Spinroute ist eben nochmal wichtig. Ihr seht es einfach hier an der Seite stehen, die Punkte drin, was das beeinflusst. So auch natürlich hier bei der Stationärrolle. Wurfweite und Wurfgenauigkeit. Und auch hier Wurfweite und Wurfgenauigkeit. Das sind eben diese beiden wichtigen Punkte. Wobei eben hier bei der Handhabung der Route, der Spinning-Route, auch noch die Fischkontrolle dazu kommt. Das heißt, je dicker der Fisch, je kampfstärker der Fisch, umso schwieriger wird es natürlich, ihn zu kontrollieren. Und wenn ihr hier eine erhöhte Fischkontrolle drin habt, fällt es euch dann nicht mehr ganz so schwer, diese dicken, fetten Brocken auch ordnungsgemäß zu landen und innerhalb von einer vernünftigen Zeit zu landen. Später natürlich auch nochmal hier vielleicht Punkte ins Spinnern reinballern, einfach um die Chance zu haben, dickere Fische zu fangen oder richtig schöne, fette Trophäen auch zu fangen. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Also, da würde ich sagen, das sind die ersten wichtigen 3 Punkte. Wenn man das drinne hat, kann man bis Level 20 erstmal abwarten. Dann braucht man eigentlich nichts anderes mehr. Und dann kann man sich immer noch weiter entscheiden, in welche Richtung man geht. Aber diese 3
Punkte hier zu investieren, ist schon eine gute Idee. Und dann holt man sich mit den ersten verdienten Kohlen, die man so beim Stippen, beim Laubenstippen und beim Haselnstippen am Windenbach gemacht hat, holt man sich dann für unter 1000 Silber, 900 noch was Ocken, holt man sich das erste vernünftige Set. Einfach ein bisschen überlegen, ihr habt einfach von Level 0 an oder von Level 1 an bis Level 12 habt ihr quasi Zeit, Kohle zu sparen, Silber zu sparen. Wenn ihr die Kohle dann zusammen habt, gönnt man sich dann das Belaya-Set. Das Belaya-Set, hier ist es. Ich muss es auch noch mal ein bisschen kombinieren. Wir hauen da erstmal, da ist es, die Dragon drauf. So, kann man das so machen? Ich muss erstmal eben gucken, ob ich das alles soweit richtig eingestellt habe. Ich hatte das vor Tagen das erste Mal eigentlich erst richtig gekauft. Wir könnten eine dickere Schnur dran nehmen. Da muss ich jetzt mal eben gucken, ob ich eine passende geflochtene Schnur habe. Ich könnte hier eine mit 7 Komma nehmen, ne? Aber es sind nur 110 Meter drauf. Das ist mir ein bisschen wenig. Also 110 Meter ist zu wenig. Grundsätzlich wären 7,2 Kilo, wäre das eine richtig gute Tragfähigkeit. Ja, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Soll ich auf dicker gehen? Nee, ne? 12 Kilo sind immer noch 123 Meter drauf. Wäre jetzt viel zu viel. 123 Meter würden so gerade irgendwie auch noch ganz gut reichen. Aber wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal hier bei der etwas dünneren Schnur, da ich das Vorfach auch gar nicht so, so dick wähle. Also, ich nehme hier Simon Silk Schnur. Wenn ihr die halt mit einer etwas höheren Tragfähigkeit kauft, ich gucke gerade nochmal eben im Shop. Übrigens nicht hier einkaufen, das Gewässer hier ist sehr teuer. Kauft im Idealfall, wenn ihr Level 12 seid, am Mosquito oder am Windenbach. Angelschnüre, geflochtene Schnur und dann haben wir die hier. Und dann mit, ja, man kann auch die mit 8 Kilo nehmen. Und dann muss da eben nochmal ein Vorfach dran, was dementsprechend ein bisschen kleiner ist. Alter, ich habe hier die Dingens hochgestellt. Ich habe hier die, man hört das vielleicht die ganze Zeit, diese, das Rumgeklackert, das ist ja irre laut. Warum habe ich das hochgestellt? Es gibt hier so ein kleines Achievement. Wir können das ja mal eben machen. Wenn ihr das erste Mal hier seid, habt ihr das Achievement höchstwahrscheinlich auch noch nicht. Man kann hier an der Gitarre rumspielen. Mega gut. Man kann aber auch ein bisschen mehr rumspielen. Attenzione! Und dann kommt hier unten noch ein Achievement, also wenn du es nicht hast, ist es die Reihenfolge Y viermal, K, G und dann J. So, das, und das war halt irgendwie so leise. Und das war halt so leise und ich glaube, das sind diese, Alter, das ist echt laut. Alter, Menüeinstellung. Alter, die Menüeinstellung ist ja laut. Ah, so geht's. Alter, das ist das Klackern, ey. Ich glaube, das war über Menüeinstellung, war das dann irgendwie dieses Geschrammel im Hintergrund. So, zurück zum Thema. Also, wir haben jetzt das Belaya-Set. Gehen wir da nochmal im Detail drauf ein. Wo ist der Prügel? Da, schön in grün. Also, die Siberia Linea S68ML. Warum das Teil? Weil zum einen sehr, sehr geile Stats drauf, sehr gute Werte da drauf und zum anderen günstig. Das heißt, alles in allem unter 1000. Man kann natürlich auch einen anderes Set nehmen, ein hochwertigeres. Man könnte hier auch natürlich so eine Mosquito drauf klatschen, aber das Teil alleine kostet ja, keine Ahnung, 900 schon oder was oder noch mehr. Das ist natürlich wieder ein ganz anderer Preis.
Also für den Start ist das hier schon mega geil. Dazu kommt ja, dass es seit nicht allzu langer Zeit, jetzt seit kurzem, die Möglichkeit gibt, das Set auch noch zu pimpen, zu modifizieren und hier auch noch mehr Power reinzubringen in diese Route, in diese Rolle. Und wenn man das dann in der Werkstatt auch noch gepimpt hat, und das kostet überhaupt nicht viel, das kommt ja noch dazu. Das heißt, das ist eine relativ günstige Rolle. Wir können sie nochmal verbessern und das kostet in Gänze gar nicht so viel. Deswegen lohnt sich das Teil halt nochmal mehr. Also relativ günstiger Vorgang. Und das macht halt die Rolle halt aus. Wichtig ist hier, ihr müsst halt im Blick behalten, Belaya funktioniert mit super kleinen Ködern. Das ist der Knackpunkt. Ihr werdet hier nicht erfolgreich sein, wenn ihr euch irgendwie einen Blinker holt oder einen geilen Spinner hier, keine Ahnung, mit 7, 8, 10, 12 Gramm, weil eure Rute halt nur mal so ein Wurfgewicht halt von 10, 15 Gramm. Ihr habt eine normale Spinning-Rute, wollt damit was auswerfen, die Köder fliegen 5,40 Meter weit, plunsch, und ihr werdet damit überhaupt nicht erfolgreich sein. Dicke, fette Blinker machen hier alle keinen Sinn. Das Wichtige sind eben kleine Köder. Aikila-Köder sind hier richtig gut. Aikila 4 Gramm. Das ist, ich sag mal, so ein Spinner-Set, was man sich irgendwann mal gönnen kann. Und für den Anfang, um auch da nochmal ein bisschen sparsamer unterwegs zu sein, kann man sehr gut die Dragonfly Bell Serie hier nehmen. Und wenn ihr euch die anschaut, ihr seht schon hier, die liegen alle so ungefähr bei 6 Gramm. Und damit seid ihr quasi vom Gewicht her nochmal besser unterwegs. Das heißt, wir werden die jetzt auch gleich mal als erstes verwenden, mal so ein bisschen testen, wie die denn funktionieren. Tippen wir mal ein in der Suche, Bell, und ich nehme einfach mal hier den mit den Pünktchen. So, gehen wir nochmal ins Detail. Der ist auch nochmal ein bisschen modifiziert. Das heißt, wenn man ins Menü geht, also ihr müsst ins Inventar gehen, sucht euch da die Bell raus, habt hier diese gesamte Serie, jetzt nehmen wir mal hier den schwarzen, dann klickt man den an, nimmt hier einen passenden Haken dafür, nehmen wir mal hier den Vierer, der andere war auch ziemlich groß und dann ist das schön. Oder ihr geht hier auf den, guck mal, die haben alle schon einen Puschelhaken dran, so ist das gut. Ein kleiner Puschelhaken, also rote Puschel da dran, damit wir hier diese Sichträuber, die Forellen auch richtig gut packen können. Überall die Puschelhaken dran. So, wo ist die Rute? Wir legen uns die mal, ich halte mal U gedrückt, wir legen uns die mal hier auch, da ist sie, auf die 1. So. Also, 5,4 Kilo Hauptschnur ist jetzt nicht ganz so viel, aber ist es voll okay. Wir haben hier 6 Kilo Bremskraft, das passt. Wichtig, wie gesagt, wenn ihr die Route auswählt, das Geile hier bei der Route ist eben Wurfgewicht ab 3 Gramm. Ab 4 Gramm Wurfgewicht ist schon nur noch halb so geil. Es gibt jede Menge Köder, die mit 4 Gramm Wurfgewicht schon nicht mehr richtig gut funktionieren. Es gibt auch sehr viele, die ab 3 Gramm schon nicht funktionieren, sondern eher mit 2 Gramm besser funktionieren. Aber 3 Gramm ist wirklich so die Grenze, 4 Gramm ist halt wirklich schon mäh. Und das Schöne hier ist einfach, das ist eine Medium-Light-Route und Medium-Light-Route bedeutet 3000er Rollen können wir verwenden. Und das ist eben das Schöne, wir haben hier also 7 Kilo Tragfähigkeit, können das mit einer 3000er Rolle verwenden. Und die 3000er Dragon hat eben 6 Kilo Bremskraft, das heißt, wir können das Ding hier richtig schön ausnutzen. Dementsprechend halt die Schnur drauf. Wie gesagt, im Idealfall sowas wie eine 7,8 Kilo Schnur. Die verschleißt sich ja auch mit der Zeit. Und dann dementsprechend das Vorfach anpassen. In dem Fall würde ich jetzt hier Fluorocarbon-Vorfach nehmen. Schauen wir mal eben rein. 5,5 hätte ich hier. Gibt es noch welches, was so standardmäßig ist? Fluorocarbon. Da oben ist schon Stahl, das wollen wir nicht. Von der Tragfähigkeit. Alter, die neue Sortierung macht einen echt kirre, ne? Nach Längen. Die macht einen echt kirre und nicht mehr nach Gewicht. Okay, ich nehme einfach mal hier dieses selbst hergestellte.
Vorfächer selber herstellen, nicht so geil, wenn man im Low-Level-Bereich ist. Überlegt euch das immer gut. Das Ganze kostet, was war das, um die 1000 Silber auch nochmal extra, die Zange zu kaufen, Vorfassmaterialien zu kaufen. Ihr kauft halt immer eine ganze Rolle Vorfassmaterial, ihr kauft halt die kleinen Wirbel und sowas alles. Ab einem gewissen Level macht das Sinn. Man kann hier auch mit einer sehr dünnen, geflochtenen Schnur angeln. Man kann hier allerdings auch mit Monoschnur angeln. Auch das wäre möglich, wenn ich jetzt hier eine 5 Kilo Mono verwende. Wir können das auch einfach mal machen und dann mache ich das Vorfach weg. Dann ist das natürlich nicht ganz so ideal, aber man fängt trotzdem. Und wenn man dann schon mal ein bisschen Kohle sich verdient hat, kann man dann eben auch, ja, das Geld wieder schön investieren und reinvestieren. Und dann macht das Ganze Bock. Guck mal, ihr seht, wie weit ich rauskomme damit. Das ist richtig geil. Ich verwende die übrigens gerade das erste Mal. Zack, und da ist der erste Biss. Schön auf der Monoschnur. Bremse passt auch. Geil, Alter. Schön auf der Dragonfly, einfach Mono, ohne Vorfach. Ganz entspannt. Geht so leicht in die Bremse rein. Ist auch, glaube ich, jetzt noch nicht so der Riesenbrocken. Nur ein kleiner Döbel. 500 Gramm, maßiger Fisch. Alles richtig gemacht, läuft. Jetzt haben wir schon langsam die Abendstunden. Und was jetzt auch noch wichtig ist, ein ganz wichtiger Punkt, Einholgeschwindigkeit. Spielt mit der Einholgeschwindigkeit rum, auswerfen und dann ist das Wichtige halt diese Spielerei. Kommt einfach rein in dieses Rumspielen, in das Testen. Spinning ist nicht, da ist der Spot, das ist der Köder, ich muss 3,50 Meter auswerfen und dann warte ich und wenn nichts passiert, ist der Spot scheiße, das Game ist scheiße, alles ist scheiße. Nee, rumspielen, selber testen. Das ist das A und O. Wenn ich jetzt merke, hier geht nichts dran, muss ich was ändern. Was kann man machen? Man kann zum Beispiel zwischendurch mal Shift drücken. Dann kommt hier unten gleich die Meldung oder auch nicht. Hier in dem Bereich kommen halt immer diese Führungsmeldungen. Dann kommt hier zwischendurch mal schnelles Einkurbeln. Dann macht man das wieder weg mit Shift. Das ist halt wieder so eine Möglichkeit, Fische zu triggern. Oder man macht zwischendurch mal eine Pause. Und dann kurbelt man wieder weiter. Alles so Kleinigkeiten, so kleine Rumspielereien, die man halt eben testen kann. Wie gesagt, mit Pausen, mit schneller Einkurbeln und so weiter. Ihr seht, ich versuche jetzt hier gerade nicht durch das Grün zu führen, sondern den Spinner hier vorne rumzuführen, an dem Stein quasi vorbei, wo nicht so viel Gras ist. Ne? Nicht, dass er mir hängen bleibt, das ist immer schlecht. Dann werfe ich auch mal natürlich auch an anderen Stellen. Einfach mal auf der rechten Seite jetzt vorbeigeworfen, einfach durchziehen. Und ich sehe zu, dass hier in der Mitte, da wo jetzt der Actionbalken gerade groß wird, den gucken wir uns jetzt gleich nochmal an ohne Biss. Jetzt ist gerade Biss, den können wir jetzt schnell einkurbeln mit Shift. Dass diese Actionbar, man sieht da immer so ein bisschen, ob der Spinner halt in Action ist oder nicht. Na, komm ran, Kleiner. Kleiner Aaland, Alter. So, raus damit. Und wenn er sich so bewegt hier unten, dann ist eigentlich alles schön. Und wenn nicht, da. Jetzt hier auf einer 38 zum Beispiel, der wackelt ja die ganze Zeit. Das heißt, der Spinner ist halt richtig da in Action. Der triggert halt schön. So soll das sein. Und das muss man aber ausprobieren. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, auf der 38 funktioniert das. Nee, nee. Das ist natürlich setabhängig, routenabhängig, beziehungsweise rollenabhängig. Es ist manchmal sogar vorfachsabhängig und auf jeden Fall auch köderabhängig. Das heißt, das ist immer so eine Sache, wo man gerade steht. Und dazu kommt strömungsabhängig. Wir haben hier eine Strömung von rechts nach links runter. Wenn ihr natürlich mit der Strömung zieht, müsst ihr schneller ziehen als gegen die Strömung, dass sowas passiert. Dass dieser Spinner halt in Action ist. Also auch das beeinflusst das Ganze. Jetzt passt es. Ich mache mal auf eine 37 runter. Bisschen runter. 36. Ja, jetzt ist er schön am Rumpflackern. Das ist gut. Jetzt ziehen wir auch nochmal ein bisschen schneller. Und dann lüppt das Ganze. Auch wichtig, wir sehen jetzt gerade, wird es dunkel. Man kann natürlich jetzt im Dunkeln auch versuchen, einfach Grundrouten auszuschmeißen und hier auf, ja, keine Ahnung, auf Quappe zu gehen oder sowas in der Art. Man kann aber auch einfach versuchen, in der Nacht andere Köder zu finden, die dann vielleicht auch funktionieren. Vielleicht nachts einfach mal einen
den schwarzen Dragonfly Bell testen. Einfach mal rumprobieren. Wo ist denn jetzt hier der mit... Da ist er. Da ist er. Zack. Also, raus damit. Alter, ist mega geil, wie weit er fliegt. Richtig gut. Ihr seht, es ist der gleiche Köder. Ich muss an der Geschwindigkeit gerade nichts ändern. Auch der ist schön in Action. Und dann muss man halt ein bisschen rumprobieren. Hier wieder das schnelle Einkurbeln. Dann wieder ein bisschen langsamer machen. Und dann, wie gesagt, einfach ins Spielen kommen. Ganz wichtiger Punkt zur Köderwahl. Wichtig beim Spinning sind immer Farben, die funktionieren. Nicht so wichtig oder ein bisschen zu vernachlässigen, die Art des Köders. Also es muss nicht unbedingt der Spiker sein. Es kann auch ein ähnlicher Köder sein mit ähnlicher Farbe, dass der dann funktioniert. Ihr seht hier, die Esche scheint gerade entweder auf grünlich oder auf schwarz zu reinzuballern. Das heißt, ich habe durchaus möglich jetzt die Chance, sogar mit dem Dragonfly Bell hier eine schöne, dicke, fette Esche zu fangen. Bachforelle, ihr seht komplett. Also Belaya liefert gerade auf diesen beiden Farben anscheinend richtig gut ab. Die Bachforelle ist halt hier wichtig. Die europäische Esche ist wichtig. Und vielleicht noch der Döbel ist wichtig. Rapfen könnt ihr euch auch mal dran wagen. Wobei Rapfen eben, ihr seht, vom Gewicht her deutlich größer, kampfstärker. Kann eben auch gefährlich werden. Aber das sind so die Fische, die man hier hauptsächlich probiert. Und auch noch ganz wichtig, wenn ihr hier steht und es funktioniert nichts, 4,50 Meter weiterlaufen, eine andere Stelle suchen, zack, und das gleiche Spiel wieder von vorne, rauswerfen, links, Mitte, rechts und so weiter, ein bisschen abfächern, ein, zwei verschiedene Köder testen und wenn da was funktioniert, rausziehen, 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 wenn es nicht funktioniert, Spot wechseln und wieder ein paar Meter weiterlaufen. Am Belaya kann man eigentlich immer überall was fangen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt, also ich sag mal Minimum 100 Silber in der Stunde habt ihr hier drin, gerne auch mal in Richtung 200 plus, wenn es halt richtig gut funktioniert. Und ausschlaggebend ist natürlich auch ein richtig gutes Set, das heißt mit der Zeit das Set erstmal, also die ersten Kohlen ins Set investieren, dann natürlich irgendwann die geflochtene Schnur drauf machen. Das war jetzt hier gerade mit Mono. Also die geflochtene Schnur drauf machen. Mit einem Fluorocarbon-Vorfach. Also ein sehr schön durchsichtiges Vorfach. Das dann verwenden. Zack, raus damit. Jetzt gucken wir mal. Ja, seht ihr, ich muss jetzt schon wieder eine etwas andere Einholgeschwindigkeit wählen. Damit das hier wieder anfängt zu flackern. Andere Schnur, anderes Vorfach. Schon wieder ein anderes Verhalten hier. Ja, das ist so das Große und Ganze erstmal wieder zum Belaya. Ich war, wie gesagt, lange nicht hier. Aber ich denke, so funktioniert's. Wie gesagt, testet und spielt hier rum. Solange ihr halt die Basics, die ich gerade halt alle genannt habe, solange ihr das befolgt, kann nichts passieren. Wenn ihr einen fetten Fisch habt und ihr kommt in den Drill, versucht ihn halt hinten an die Wand zu drillen. Lauft. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn der Fisch nach da rechts abhaut und ihr bleibt hier stehen und guckt einfach zu, wie so ein Otto, wie der Fisch abhaut. Katastrophe, dann ist der Fisch einfach irgendwann weg. Ihr müsst dann schon den Arsch ein bisschen bewegen, im Drill gegenkurbeln, Spannung halten, gegenkurbeln und an dem Fisch vorbeilaufen. Und dann, wenn er hierhin abhauen will, dran vorbei und dann, dass er nach dahin wieder zurückdreht. Das heißt, ihr zieht hier rüber, der Fisch wendet und schwimmt dann in die andere Richtung. Also dann schon so ein bisschen Movement, sollte man aber alles mit der Zeit lernen und hinkriegen. Und wenn der erste Fisch halt irgendwann mal abhaut, so what, dann ist es so. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, das Ganze hat so ein bisschen geholfen. Wenn ihr mehr Hilfe braucht, immer gerne den Kanal abonnieren, die Glocke reinballern, dass ihr die nächsten Hilfe- und Tutorial-Videos nicht verpasst. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.